Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TV Niederolm bei seinem Heimspiel gegen den SV Zweibrücken. Von Beginn an zeigten sich die Gäste aus dem Saarland präsenter und wussten schon früh, wie man dem TV den Schneid abkauft. Aus einer sicheren Abwehr heraus bauten die Gäste stetig ihre Führung weiter aus, während der TV nach fast 15 Minuten sein erstes Tor aus dem Feld gelang. Viele technische Fehler und ungenaue Abschlüsse prägten das Spiel der Niederolmer und luden damit ihre Gäste regelrecht zum Torewerfen ein. Daran sollte auch ein kurzes Strohfeuer direkt nach der Pause nichts ändern. Der SV Zweibrücken kontrollierte das Geschehen auf der Platte und steuerte letztendlich einen deutlichen und verdienten 35-24 Auswärtssieg entgegen.